Wenn ihr das hier seht, bin ich tot. Wir sind fertig, du und ich. Du bist eine Enttäuschung, ein Versager. Jahrelang hast du diesen Krieg geführt. Und wofür? In Gotham gedeiht weiter die Korruption. Sie lauert in jedem Schatten. Du brauchst die Maske nicht. Ich weiß, du bist es. Ra's al Ghul. Du hast die Blasphemie geduldet. Diesen Frevel. Dachtest du, ich sehe das nicht? Deine Tricks werden Gotham nicht vor der Abrechnung retten. Nicht jetzt! Diese Stadt steht unter meinem Schutz. Es wird dir niemand helfen. Um dich kümmere ich mich selbst. Wissen, dass du mich nicht besiegen kannst. Ich wäre ewig. Siehst du nicht, welche Ehre ich dir erwiesen habe? Ich mach dir nichts zu meinem Lärm. Lass auf zu sehen, dass du sogar das überlebt. Anders als du fürchte ich den Tod nicht. Ich bewahre mir meine Menschlichkeit.
Du bist tot, bevor sie hier sind. Deine teure Familie. Ich schlachte sie ab. Einen nach dem anderen. Und wenn sie ihr Leben ausgehaucht haben, verbrenne ich diese Stadt zu Asche. So weit kommt es nicht. Gotham ist jetzt ihre Stadt. Wenn ihr das hier seht, bin ich tot. Das ist ein Code Black. Die Nachricht wurde verschickt, als ich die Betthülle zerstört habe, samt allem, was sie enthalten hat. Was jetzt kommt, wird nicht einfach. Und das habt ihr euch auch. Es tut mir leid, was passiert ist. Werden die Verbrecher Gothams schnell merken, dass Batman verschwunden ist. Verlasst euch nicht auf das GCPD. Sie trauen uns nicht mehr seit Jims Tod. Einsatzerlaubnis erteilt. Ich vermache euch den Glockenturm als euer Hauptquartier. Die Technik ist etwas veraltet, aber ihr findet dort Ausrüstung und meine Akten. Viele von euch kennen Bruce von Gothams Promi-Seiten. Ein hübscher, charmanter Milliardär. Das war er auch. Aber er war mehr als eine Headline. Er war mein Neffe. Er war ein Freund, ein Mentor und ein Wohltäter für alle, die heute hier versammelt sind. Und jenen, die ihn nicht so gut kannten wie wir, will ich Folgendes sagen. Bruce war Gotham. Er liebte diese Stadt mehr als alles andere. Er war ein Beschützer dieser Stadt. Im Verborgenen arbeitete er unermüdlich für Gerechtigkeit
und auch Gleichheit. Er hätte alles getan und jedes Projekt unterstützt, wenn es nur zum Wohl Gothams war. Und wenn wir uns daran erinnern, erinnern wir uns an Bruce, wie er wirklich war. Ich habe mich immer auf euch verlassen können. Ich weiß, ihr werdet Gotham schützen. Viel Glück. Und lebt wohl. Wie geht's, Alfred? Na, was denkst du denn? Der erste Urlaub in 3 Jahren und dann stirbt Bruce, während er weg ist. Er braucht etwas Zeit. Er weiß, dass wir auch nicht da waren. Stimmt's? Und was ist mit dir? Du hast Jacob Kane die Grabrede halten lassen. Er bot's an. Er dachte, es wäre leichter für uns, wenn er es macht. Er ist Bruce' Onkel. Wahnsinnsrede. All das mit dem Beschützer, der im Verborgenen arbeitet. Wenn er nur wüsste. Catherine wäre nicht hier, wenn sie ihn Verdacht hätte. Die Anti-Selbstjustiz-Polizeichefin käme ansonsten wohl kaum zu Batmans Beerdigung. Hier ist noch was, das sie nicht weiß. Batmans Mörder liegt in ihrem Leichenschauhaus. Ra's al Ghul ist nicht identifiziert und wird bald eingeäschert. Was, wenn die Liga der Schatten ihn findet? Ab in die Lazarusgrube mit ihm und schon ist er weniger tot. Willst du ins GCPD-Hauptquartier einbrechen wegen was, wenn? Bitte nur zu. Ich habe den Fall dekodiert, den Batman geschickt hat. Konzentrieren wir uns darauf. Ich hab's gesehen. Aber fehlt da nicht irgendwas? Er wirkt unvollständig. Ich denke, Ra's hat ihn beim Schreiben unterbrochen. Er schreibt... Die Folgen könnten Gotham bis tief ins Mark erschüttern. Ominös, aber nicht sehr hilfreich. Da waren ein paar Orte zum Untersuchen. Baustellen, ein Steinbruch. Er erwähnt auch einen Dr. Langstrom. Kennt denn jemand? Ein Zoologe an der Gotham University. Kein Plan, was er damit zu tun hat. Teilen wir die Arbeit auf. Danach treffen wir uns im Glockenturm. Machen ihn fit. Und wer redet mit Langstrom? Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Gotham Knights, der Anfang. Wow, das war doch mal ein atemberaubendes Intro. Der Kampf mit Ra's al Ghul in der Bathöhle. Und ja, leider mit Batmans Tod als Ende. Und diese 4, Nightwing, Robin, Red Hood und Batgirl, sind quasi die Nachfolger. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Ja, Gotham Knights, eine weitere Reihe von Warner Brothers, die mit Batman zu tun hat. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt und sehe jetzt quasi dasselbe, was ihr jetzt seht. Weiß also nicht, was passiert. Und ich denke, ich werde immer so Folgen von 20 bis 25 Minuten oder halbe Stunde machen und mit euch so die Story durchgehen.
Ich werde die Erzählung natürlich laufen lassen, dann werde ich natürlich still sein und nur, wenn ich quasi steuern kann, werde ich ein bisschen was erzählen, was mir so gerade einfällt, na, so wie sonst auch immer. Ja, was können wir jetzt hier? Charakter wechseln, Charakter auswählen. Dick Grayson ist ja Nightwing, begabter Akrobat, rasante Kombos, Experte mit Eskrima-Stöcken. Ja, das sind wahrscheinlich die beiden, die er da so auf dem Rücken hat. Ja, dann haben wir natürlich Tim Drake als Robin, Tarnspezialist, taktisches Genie und meisterhaft mit dem Langstock. Ja, den hat er wahrscheinlich jetzt versteckt. Dann haben wir Jason Todd, Red Hood. Charaktereigenschaften, ja, hohe Stärke, Schlägerkraftpaket und Meisterschütze. Hört sich doch schon mal gut an. Und last but not least, die Dame im Bunde, Barbara Gordon, die Tochter von Jim Gordon, als Batgirl. Hacker-Expertin, hart im Nehmen und Einzelzielbrecherin. Ja, das ist doch mal schön. Ja, da ich habe keinerlei Ahnung, wen ich jetzt aussuchen soll, aber Nightwing, ich mag blau und schwarz, wir nehmen einfach mal ihn. Auswahl bestätigen. Ja, mal sehen, was passiert. Gotham Knights. Ich bin an der Uni von Gotham. Was ist über den Professor bekannt? Kirk Langstrom. Die halbfertige Datei war an Batmans Code Black angehängt. Das ist was Großes. Augen auf und bereit für alles. Ja, ich kann steuern. Aber die Steuerung ist ein bisschen träge, finde ich. Das Rumdrehen. Ah, doch, jetzt. So langsam habe ich es raus. Ja, grafisch gesehen natürlich ein Traum. Ah, die Polizei, dein Freund und Helfer. So, erreiche den Gotham University Plaza. Ja, tun wir doch mal. Ah, zum Klettern gedrückt halten. Schicke Bilder. Geöffnet. Oh, gedrückt halten zum Hinüberspringen. Moment. Genau, kann ich dann auch sammeln? Ja. So, Gotham bei Nacht und natürlich bei Regen, wie wir es sonst auch kennen. Kann ich. Oh. Das konnte ich nicht aufheben. Er wurde schon identifiziert. War wohl Dozent hier. Kirk Langstrom. Gut. Ich melde es auf dem Weg zur Leichenhalle. Schlechte Nachricht. Langstrom ist tot. Wo finde ich sein Büro? Ich habe gelesen, dass Langstroms Büro in Molten Hall ist. Im zweiten Stock. Danke. Ah, tippe L1 an, wenn du das hier siehst. Sehe ich? Tipp ich? Wow. Geschwindigkeitsrausch. Krasse Action. Oh, Waldgebiet. Das war in den anderen Teilen aber nicht so. Und wieder antippen.
Die Balkontüren sind offen. So komme ich rein. Bodycam-Aufnahme. Oh, Bodycam? Ich bin ja begeistert. Ah, schleichen kann ich auch. Die Bullen waren nicht lange hier. Langstrom muss woanders gestorben sein. Oh, antippen für AR. Ah. Gedrückt halten. Halte ich gedrückt. Aber hier war nichts. Okay, dann gehen wir mal wieder weiter. Ich bin wegen Langstroms Büro hier. Da sollte ich was finden. Ja, ist ja gut. Ja, aber seht ihr was vor? Oh, da. Aha. Die Spuren sind verdächtig. Woher stammen sie? Folge der Spur. Das machen wir doch glatt. Bisher habe ich nur Sackgassen. Ich glaube, das könnte was werden. Ich breche in ein Labor ein. Das gefällt dir sicher. Einbrüche haben echt was für sich. Auch wenn du versehentlich den Alarm auslöst? Also bitte, das warst du. Ich sehe mir jetzt diese Spur genauer an. Pass auf dich auf. Du auch. Schon zu weit gelaufen. Ist Langstrom gestorben. Dass das GCPD nicht mehr in diesem Labor herumschnüffelt. Langstrom wurde wohl an seinem Arbeitsplatz angegriffen. Er hat viel Blut verloren. Er wollte fliehen und der Angreifer hat ihn an die Wand gedrückt. Brutal. Langstrom wollte mit letzter Kraft zu diesem Schrank kriechen. Warum nicht aus dem Labor hinaus? Na, das werden wir doch gleich sehen. Verdammte Scheiße, eine Geheimtür. Was haben Sie versteckt, Dr. Langstrom? Tja, nun, wie kommen wir da jetzt hinter? Suche den Tatort, suche nach Hinweisen und bring die Wahrheit ans Licht. Nutze den linken Steuerkreuz, um den Tatort mit dem Cursor zu untersuchen. Wichtige Gegenstände sind am Suchsymbol erkennbar. Langstrom hat diese Tage speziell markiert. Die merke ich mir. Oh, falls dieser Film Langstrom so viel bedeutet, ist vielleicht das Erscheinungsdatum wichtig. Eine Telefonnummer. Nicht die Vorwahl von Gotham. Könnte nützlich sein. Das Thermostat könnte auch als Codeschloss dienen. So eine Mikrowelle habe ich noch nie gesehen. Die ist vielleicht nicht nur für Mitternachtssnacks da. Das hat geklappt. Mal sehen, was der Doc hier versteckt hat. Ich würde mal sagen, sicheres Glück bei völliger Ahnungslosigkeit. Aber ich glaube, man hätte alle Codes eingeben können. Es hätte funktioniert. So, schnell umsehen. Ja, aufsammeln kann man hier natürlich nichts. Schwupps, und weiter geht's. Na, das ist doch was.
Gott seid ihr denn? Der Kerl hat Gott gespielt. Oder es versucht. Na, hoffentlich kommen die jetzt nicht gleich raus. Batmans toter Professor hat richtig dubioses Zeug erforscht. Langstroms Tisch. Prüfen wir mal. Organisches Material. Was ist das? Das ist eine Festplatte. Vielleicht sind da Antworten drauf. Die kommt mit in den Glockenturm. Hey, ich bin hier fertig. Die Bullen sind schnell weg. Haben komische Spuren an der Wand verpasst. Und ein Geheimlabor. Mit einer noch geheimeren Festplatte. Toll. Kann es kaum erwarten. Ah, antippen mit L1. Da passiert doch jetzt bestimmt was. Na klar. Feueralarm. Hat mich jemand entdeckt? Und nichts Gutes. Was muss ich jetzt machen? Hallo? Ah. Wow. Die Freaks. Was machen die hier? Ja. Ohne Batmans Gegenwart haben die Freaks und die anderen Gangs hier freien Lauf. Jemand sollte ihnen eine Lektion erteilen. Bin dran. Ja, das mache ich gerne. Wo sind sie? Ich muss diese Freaks stoppen, bevor sie alles niederbrennen. Ah, geräuschlos, ein Dreieck. Schlaf gut. Runter mit dir. Okay, ich jetzt auch wieder lautlos. Hey, schaut mal! Ich bin der weltbeste Professor! Ja, du bist der weltbeste im Schlafen. Ich bleib besser versteckt. Steigt dir der Rauch zu Kopf, Alter? Schlaf, Kriegler, Schlaf. Und wieder da hoch. Oh. Bin ich wohl nicht geräuschlos, also unentdeckt geblieben. Wieso muss ich jetzt da hin? Das hat aber ganz schön Spaß gemacht. Hallo, das Bild hat ja nichts getan. Ah, Mano. Ja. Das Gebäude steht in Flammen.
muss mich beeilen. Wieso kommt mir die Stimme so bekannt vor? Geißel, ich beeile mich lieber. Sollte vielleicht den zuerst ausschalten. Ausschalten oder geräuschlos? Das ist nicht richtig. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber... Ich mach doch schon. Oh, danke. Waren nichts Gutes. Kaputt. Ja, hast du kaputt gemacht? Ja, toll. Ob du wohl auch kaputt gehst? Wäre doch jetzt witzig gewesen, wenn ihm das Ding auf den Fuß gefallen wäre. Feuerwehr und Sanitäter nähern sich. Wie ist dein Status? War nur viel los heute. Ich komme jetzt mit Langstroms Festplatte zurück. Endlich. Hey, warum wird's so dunkel? Anscheinend? Ja. Ja gut, an die Steuerung muss ich mich doch so ein bisschen dran gewöhnen, aber... Wird mit den nächsten Aktionen, mit den nächsten Folgen natürlich auch besser. Irgendwann mache ich das im Schlaf. Oh, Bat-Cycle zu rufen. Ja, das mag ich. Oh, fortfahren. Aha. Entschuldigung. Ah, die Polizei, dein Freund und Helfer. Erreiche die Straßenhöhe. Ah, okay. Krass. Also ich kann das nicht so springen wie der. Bat-Cycle rufen, ja. Wie krass ist das denn bitte? Kann ich das jetzt lenken? Ich will das lenken. Definitiv will ich das lenken. Okay. Beschleunigen. Das kann ich. Zurück zum Glockenturm. Haltet euch bereit. Klasse! Endlich kann ich mal wieder ein paar Beweise analysieren. Rechts und links und rechts und links und rechts. Das ist krass. Platz da! Auf dem Weg, ich bin Arzt. Auto gerade transparent.
kann auch ein Wheelie machen. Wie geil ist das denn? Oh, gut, das war jetzt nicht so ganz spektakulär. Hände hoch, bei der Geschwindigkeit, dass man nicht die Hände vom Hemd hat. Was ist denn drauf? Oh, eine Rampe, jawoll! Oh, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Hui, hui! Ach Menno, ich bin ja schon da. Okay. Steuerung ein bisschen träge, aber ansonsten ist das Bad Cycle richtig geil. Handschuhe, Fingerabdruckscanner. Mysteriös. Und ich spare das Motorrad. Hast du keine Parkgebühren zahlen, kannst du überall hinstellen. Musst du gucken, dass da keiner gegenläuft. Allein schon das Bild ist ja schon sehenswert. Fortfahren habe ich gelernt, ja. Gut, du hast die Festplatte aus Langstroms Labor. Wissen wir denn schon, was Langstrom getötet hat? Schwer zu sagen, ehe die Computer laufen. Oder wir die Leiche untersuchen können. Aber mein Gefühl sagt mir, die Frage lautet wer und nicht was. Mir geht's schon etwas besser, glaube ich. Das ist doch gut. Sobald wir die Daten haben, entscheiden wir, was zu tun ist. Demokratisch, alle vier. Ich gehe raus. Ich sitze nicht rum und warte auf, was immer das hier ist. Wir warten auf Infos, Jason. Wenn wir sie haben, dann gehen wir. Weg da. Ich löse den Fall auf meine Art. Hört auf! Er wollte, dass wir zusammenarbeiten. Wie du meinst. Aber das macht es uns unnötig schwer, Kleiner. Ich schätze, während wir sowieso hier warten, können wir nochmal durchgehen, was Bruce über Langstrom wusste. Mist! Das war wohl die zweite Sicherung. Die erste ist vor Monaten durchgebrannt. Ich dachte, der Ersatz hält. Ich mach das. Nicht nötig. Ich hab's geflickt. Das sollte wohl eine Weile halten. Alfred, der Retter. Hatte Zweifel, ob du kommst, Alfred. Ich werde immer hier sein, wenn sie mich brauchen, Master Richard. Wenn einer von ihnen mich braucht. Schön, dass du hier bist. Finde ich auch, Master Tim. Es gibt hier sehr viel zu tun. Verdammt! Überall in der Stadt gibt's Aktivitäten. Klasse. Mein Plan gewinnt dann wohl. Wartet. Was ist mit der Info? Und Alfred kann hier nicht ganz allein klar Schiff machen. Wieso? In der Tat, Miss Gordon. Ich habe notiert, was wir brauchen. Ich kann es allein schaffen, aber mit Hilfe ginge es schneller. Verlass dich auf uns, Alfred. Wir helfen alle mit. Setzen wir Bruce' Arbeit fort.
Au. Ja. Oh, was war das? Da ist mir ein Licht aufgegangen. Ich bin etwa ein Level gestiegen. Okay. Ja. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier wieder was tun. Weltcomputer öffnen. Ah, oder mit Robin reden. Ja, mich interessiert aber viel mehr. Wieso kann ich das nicht aufmachen? Aber nun gut. Ja, das soll es dann schon für die erste Folge gewesen sein. Ich habe jetzt nicht so ganz auf die Uhr geguckt, aber ich meine, so eine halbe Stunde wäre es jetzt schon. Uhu, hier geht es ja noch weiter. Ja gut. Ja, aber wie gesagt, für die erste Folge soll es das jetzt gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen, den ersten Einblick in Gotham Knights. Es hat halt, also die ersten Minuten sind natürlich jetzt schnell rumgegangen wegen dem Intro und so weiter. Erste Einblicke, mehr Infos kommen natürlich auch später. Und ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlichst fürs Reinschauen. Ich würde mich natürlich über ein Abo freuen, damit ihr mich quasi begleitet auf den Weg. Und ich hoffe, dass ich euch bei der nächsten Folge auch wieder begrüßen kann. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.